Willkommen zu Minute Medicine. Heute erkläre ich euch den normalen Geburtsverlauf mit Lage, Stellung, Poleinstellung, Haltung. Los geht's mit der Lage. Das Kind kann sich entweder in Längst- oder in Querlage befinden. Die weitere Nomenklatur der Stellung bezieht sich auf Kinder, die sich in Längslage befinden. Hier haben wir die Stellung 1, das heißt, der Rücken des Kindes befindet sich auf der linken Seite der Mutter. Stellung 2 heißt, der Rücken befindet sich auf der rechten Seite der Mutter. Nun kommen wir zur Poleinstellung. Die Poleinstellung gibt an, ob das Kind sich in Kopflage oder wie hier im Beispiel in Beckenlage befindet. Man kann sich vorstellen, dass die Beckenlage schwieriger zu gebären ist. Jetzt zum zweiten Teil der Poleinstellung. Hier einfach mal ein bisschen Geburtsmechanik. Zuerst muss der Kopf quer durch den Beckenring hindurch, dann rotieren, damit die Schultern quer durch den Beckenring hindurchkommen und er dann durch den Beckenboden und die Vaginalöffnung längst hindurch kommen kann. Befindet sich der Kopf mit der großen Fontanelle nach unten, das heißt mit den Augen und der Stirn auch nach unten, spricht man von der vorderen Hinterhauptslage und das ist die beste, denn die ist am einfachsten zu gebären. Befindet sich die große Fontanelle oben, spricht man von der hinteren Hinterhauptslage oder den sogenannten Sternguckerbabys. Nun zu guter Letzt zur Haltung. Im normalen Geburtsvorgang in vorderer Hinterhauptslage flektiert das Kind zunächst ums Promontorium herum, bevor es dann deflektiert und zwar um die Symphyse herum. Die Einstellung beschreibt schlussendlich, was der gebärende Arzt oder die Hebamme sieht. Und es setzt sich zusammen aus Lage, Stellung, Poleinstellung und Haltung. Das heißt beispielsweise könnte sich das Kind in vorderer Hinterhauptslage befinden in Flexionshaltung. Alles klar, das war's auch wieder von Minute Medicine. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video.